Voreifelzeit wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Köln. Gute Beratung, gut für Sie in den Regionen Rheinbach, Meckenheim und Bornheim. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Voreifelzeit hier auf Center TV. Er ist erst wenige Tage alt, der September, und auch wenn laut Kalender immer noch Sommer ist, wird es doch schon ganz schön herbstlich. Das erste Laub fällt von den Bäumen, die Tage werden kürzer und statt Sonnenschein haben wir immer häufiger Regen. Aber der Herbst bringt auch seine guten Seiten mit, denn jetzt beginnt wieder die Zeit der Herbstmessen und Volksfeste. In Bornheim zum Beispiel. Dort hat man der Kirmes direkt eine Gewerbeschau angeschlossen, ein Garant also für hohe Besucherzahlen. Und ein Besucher davon war mein Kollege Horst Götze. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Bürgermeister, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, im Namen der Mitglieder und des Vorstands des Gewerbevereins Bornheim darf ich Sie hier auf der Bornheimer Kö herzlich zu unserer Gewerbeschau 2013, der 27. Ausgabe dieser Veranstaltung, herzlich begrüßen. Sonntag, 1. September 2013. Die Gewerbeschau. Ein großes Ereignis für Bornheim. Vom Kreisverkehr Königstraße, wo auch die Hauptbühne stand, gab es bis hin zum Peter-Hausmann-Platz ein buntes Programm für Jung und Alt. Kurzum, Organisator Klaus Christ zeigte sich sehr zufrieden. Die Besucher sind sehr zahlreich, muss man sagen. Gegenüber den letzten Jahren sind es sehr viele geworden. Und wir sind also sehr froh, dass auch das Ganze, der Herrgott, wieder mitspielt mit dem Wetter. Und da sind wir natürlich sehr zufrieden. Und so wie es aussieht, es passt wieder alles rundum perfekt. Wunderbar. Es gab auch reichlich Gelegenheit zum Shoppen. Die Geschäfte waren ja geöffnet. Ansonsten lag der gewerbliche Schwerpunkt auf Autos. Etwa 70 Modelle konnten begutachtet werden. Eine ganz besondere Attraktion war die Oldtimer-Schau auf dem Peter-Hausmann-Platz mit Schätzchen aus den 60er Jahren. Willkommen hieß es auch auf dem Peter-Fröns-Platz, denn hier war schon seit Donnerstag die Großkirmes im Gange, Sonntag dann gleichzeitig mit der Gewerbeschau. Der Name Großkirmes kommt übrigens nicht von der Größe, wie Anzahl der Fahrgeschäfte und Buden zum Beispiel. Nein, der Name bezieht sich auf die Anzahl der Tage. Und in diesem Fall ging die Kirmes von Donnerstag bis Dienstag und war somit groß. Fetzigen Soul mit dem Alfterer Musiker Jasmo und seiner Band gab es ab 16 Uhr auf der Hauptbühne. Das i-Tüpfelchen auf eine gelungene Veranstaltung des Bornheimer Gewerbevereins. Und auch in der kommenden Woche ist wieder so einiges los in der Voreifel. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie dann unternehmen sollen, helfen bestimmt unsere Veranstaltungstipps weiter. Freitag, 13.09.2013 beginnt um 18 Uhr mit der Eröffnung durch Bürgermeister Rätz die Kirmes in Rheinbach auf den Prümer und Himmeroder Wall. Sie geht bis Dienstag, 17.09. und endet um 21 Uhr mit dem großen Feuerwerk. Um abstrakte Kunst geht es Samstag, 14.09.2013 von 14 bis 18.30 Uhr in Mechernich-Antweiler im Café Galerie Das Kunstwerk, Graf-Scholl-Straße 45.
Zum Tag der offenen Tür lädt die Löschgruppe Sechtem Sonntag, 15.09.2014 von 10 bis 20 Uhr ein. Veranstaltungsort ist das Feuerwehrhaus Straßburger Straße 4a in Bornheim. Über die Pferdegemeinde Wachtberg haben wir ja schon das ein oder andere Mal berichtet. Über 200 Pferde leben dort. Und genauso wie die Einwohner müssen auch die Vierbeiner manchmal zum Zahnarzt. Was einen solch besonderen Zahnarztbesuch ausmacht, das hat sich mein Kollege Detlef Wagner mal angeschaut. In der Gemeinde Wachtberg liegt die Pferdeklinik Kottenforst. In Wachtberg leben, wie schon berichtet, fast mehr Pferde als Einwohner. So muss man als Pferd natürlich auch mal zum Zahnarzt. Heute besuchen die Wachtberger Pferde Forrest und Danko mit ihrem Besitzer die Pferdeklinik, um einen Zahnarzttermin wahrzunehmen. Pferd Forrest zeigt uns schon mal seine Zähne, ist dabei aber anscheinend schon recht nervös. Wird es heute schlimm oder nicht? Nach einem ersten fachkundigen Blick von Zahndoktor und Chef der Pferdeklinik Tierarzt Carsten Rode geht's nun ab in den Zahnarztstuhl bzw. die Pferdebehandlungsstation. Als erstes wird bei Forrest mal gründlich das Maul ausgespült. Der behandelnde Tierarzt Dr. Tassilo von Pückler zieht eine Beruhigungsspritze auf, die er nach einer ärztlichen Untersuchung dann dem Forrest verpasst. Nun wird dem Pferd eine sprichwörtliche Maulsperre verpasst, damit der Arzt sich den Zustand der Zähne mit einem auf Pferdedimensionen passenden Spiegel genau anschauen kann. Mit einem riesigen maschinengetriebenen Fräser werden nun die Zähne, da wo sie zu lang sind, einfach von der Länge her abgeschliffen. Feinarbeit, wenn man das so nennen will, leistet Dr. von Pückler dann noch mit der Handraspel. Ein letzter Blick, alles in Ordnung. Die dicken, ja, die alles in der Zähne. Während Dr. von Pückler den nächsten Zahnpatienten Danko anfängt zu behandeln, erklärt uns Tierarzt Carsten Rode einiges Wissenswerte um die Zähne seiner Patienten. Also Zahnbehandlungen beim Pferd haben einen wichtigen Stellenwert eingenommen. Und die Bedeutung gesunder Zähne beim Pferd hat, glaube ich, in den letzten 10 Jahren enorm zugenommen. Pferdezähne sind hochspezialisierte Mahlwerkzeuge, die dazu verwendet werden, Futter zu zerkleinern und für die Verdauung vorzubereiten. Und diese spezialisierten Zähne, die das Pferd ein Leben lang letztendlich abnutzt, sind auch einem gewissen Verschleiß unterlegen. Und es kommt dazu häufig, dass gerade bei starker Kraftfuttergabe sich die Zähne nur ungenügend abnutzen und somit an den Kanten der Zähne scharfe Zahnschmelzstellen entstehen, die dazu führen können, dass sich das Pferd zum einen selber verletzen kann. Das heißt, es kann sich auf die Zunge beißen, beziehungsweise in die Backenschleimhaut beißen. Es kann aber auch passieren, dass sich darüber das Pferd letztendlich einen Teil des Zahns abbricht, weil der Zahn an der Stelle einfach immer dünner wird. Und wenn das Pferd auf einen harten Gegenstand beißt, kann es dazu führen, dass dann ein Stück von dieser Zahnseite abbricht. Zum anderen ist es so, dass eben Pferde heute aufgrund der wesentlich besseren medizinischen Versorgung und der Fütterung wesentlich älter werden als früher. Heute sind Pferde mehr Familienmitglied als Vieh. Das heißt, sie haben einen ganz anderen Stellenwert innerhalb auch der Familie und werden somit auch wesentlich besser betreut. Das hat aber dazu geführt, dass letztendlich das Alter der Zähne im Grunde nicht mehr ausreicht sozusagen für das Alter des Pferdes. Das heißt, die Zähne altern schneller als das Pferd selber. Und somit kann es sein, dass Pferde im hohen Alter zwar gesund sind, aber letztendlich ihre Zähne nicht mehr uneingeschränkt die Aufgaben erfüllen können, die sie in jungen Jahren erfüllt haben. Während Danko noch etwas benommen aus seiner Zahnbehandlungsbox wieder Richtung heimischer Weide stachselt, machen wir uns Gedanken. Tja, hätten auch wir ein Pferdegebiss, bräuchte man sich um dritte Zähne keine Sorgen zu machen, denn die Zähne beim Pferd wachsen ja einfach nach. Haben die es gut. Und auch Sie haben es gut, liebe Zuschauer, denn gleich gibt's noch mehr aus der Voreifel. Wir machen jetzt nur eine ganz kurze Pause und sind gleich zurück mit einem der schönsten Plätze der Region. Also bleiben Sie dran.
Der Quell unseres Lebens. Wasser. Erleben Sie den Geschmack von Leichtigkeit und Wohlbefinden. Roisdorfer Wellness. Erfrischt und belebt. Ein köstlicher Luxus. Roisdorfer Wellness. Regionalgas. Energie mit Leistung. Regionalgas Bio. Umweltschonend und preiswert heizen. Mit Bio-Erdgas aus der Region. Ohne Grundpreis im ersten Jahr und mit extra langer Preisgarantie bis 2015. Alle Infos jetzt auf regionalgas.de. Regionalgas. Regionalgas. Ganz persönlich, kompetent und regional. Ich fand den Bericht über unser Mineralwasser aus Roisdorf sehr informativ und finde, dass eine Sendung wie die Voreifelzeit für unsere Region sehr wichtig ist. Ich finde Voreifel TV super, weil hier werden mal kleine Menschen groß dargestellt. Seitdem ist das Pflichtprogramm. Einfach toll. So eine Sendung wie diese Voreifelzeit hat in unserer Region, finde ich, schon lange gefehlt. Jetzt werden unsere Brauchtumsveranstaltungen deutlich besser wahrgenommen. Prima so, weitermachen. Voreifel TV ist für mich ein gutes und auch sehr wichtiges Format. Für mich Daumen hoch. Voreifelzeit wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Köln. Gute Beratung, gut für Sie in den Regionen Rheinbach, Meckenheim und Bornheim. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Hallo zurück zur Voreifelzeit. Schön, dass Sie weiterhin dabei sind. Auch heute hat uns wieder einer unserer Zuschauer seinen schönsten Platz in der Region gezeigt. Und da geht's diesmal richtig rund. Für Kevin Enzinger aus Alfter ist der Fünferlooping auf Pützins Markt der allerschönste Platz. Ich hoffe, Ihnen, liebe Zuschauer, ist jetzt vom Zusehen nicht schwindelig geworden, denn Sie sollten mal ganz schnell zur Maus greifen und den Computer starten. Denn auf unserer Homepage, da sollten Sie vorbeischauen. Dort können Sie nicht nur die ganze Sendung von heute noch einmal sehen, sondern können auch Vorschläge äußern, was denn Ihr schönster Platz in der Voreifel und der Region ist. Und dann stellen wir auch den einmal hier in der Sendung vor. Für heute war es das schon wieder von uns aus der Voreifel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Center TV. Bis nächste Woche. Machen Sie es gut. Voreifelzeit wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Köln. Gute Beratung, gut für Sie in den Regionen Rheinbach, Meckenheim und Bornheim. Wenn's um Geld geht, Spaß.